Hallo, sehr begehrte, sehr verehrte und sehr verwirrte Damen, Herren, Hunde, Katzen, Pferde, Bären und alles, was sonst noch herumkreucht und fleucht. Es ist Montag, der 5. Oktober, also die Mischung aus Oktopus und Bär natürlich, nachdem ist dieser Monat benannt, um 21.27 Uhr lokale Zeit hier in Hamburg. Ich begrüße euch zu einer neuen Aufnahmesitzung Mühlkraft. Ja, das war doch mal eine schöne Anmoderation. Ja, lass mich jetzt mal wieder reinkommen. Wir werden mal ein bisschen inventarlos. So, heute habe ich eine Menge vor. Eine Sache, die ich mir vorgenommen habe, kann ich euch gleich mal erzählen. Das ist ein dicker Punkt auf meiner To-Do-List. Ich habe vor, nicht zu sterben, bevor ich verzaubert habe. Man könnte das auch die Don't-Do-List nennen, wo das drauf gehört, aber naja, seien wir mal nicht so. So, Wolle kommt hier rein, Wolle Rose kaufe. Ja, Wolle oder Rose kaufe. Das ist ja cool, da ist der Horst, die das beantwortet hat. er wollte doch tatsächlich meine. Sag mal, was ist denn hier los? Muss der Netherrack nicht eigentlich rein? Hatten wir da nicht irgendwas? Ach, Sheet drauf, warte mal, ich guck mal kurz. Ja, Netherrack ist tatsächlich unten. Lass mich ja mal noch eine Runde hier den Kram sortieren. Ja, für den Netherrack brauchen wir bald eine eigene Truhe, wenn das so weitergeht. Erstmal reinkommen. Dann machen wir was, um reinzukommen. Also was ein bisschen. Ja, ich verschreck schon mal die Leute hier. Also wir werden gleich erstmal eine Runde angeln. Jawohl, wir werden gleich eine Runde angeln, um reinzukommen. Dann kann ich euch auch ganz in Ruhe alle Dinge erzählen, die zu erzählen sind. Warum habe ich so viel Holz? Ja, frag mich nicht, ey. Ist wohl irgendwie da gelandet. So. Alles Spruße hier. Spruße, Spruße, Spruße. Wahrscheinlich alles. Ach, der alte Honk und das Holz natürlich. Das ist wahrscheinlich alles aus Kioschheim-Baumaterial, ne? Ja, da waren wir ja. Nein, wir waren ja letztes Mal nicht in Kioschheim, wir waren letztes Mal hier. Und ich hoffe, dass ich die Aufnahmesitzung heute mal etwas länger mache. Und deswegen habe ich auch heute nicht mitten in der Nacht angefangen. So, das ist das Feuer da oben, was da klinkert. Kalinka, 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 Maya, Kalinka. Ja. Der olle Russland-Fan hier wieder am Start. Wisst ihr was? Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal angeln. Ja, ich habe noch lange nicht alles aus dem Inventar, was eigentlich rausgehört. An den Stein machen. Entschuldigung, wenn das jetzt hier dauert, bis das Angelvergnügen losgeht. Ich weiß, ihr könnt es erwarten. Ja, auch ansonsten, außer nicht Sterbestärb machen, habe ich eine Menge vor. Über manches werdet ihr erstaunt sein und sagen, hui, also wenn ihr des Polnischen nicht mächtig seid, werdet ihr sagen, hui, das geht mal gar nicht. Der Honk ändert sich ja wirklich mit ganz großen Schritten. Er macht auf einmal Dinge, die er noch vor einiger Zeit komplett ausgeschlossen hat. Ja, das kann durchaus sein. So, wir angeln mal das Inventar voll. Na, es wird zu lange dauern. Aber auch das Angeln bringt uns natürlich Erfahrungspunkte. Ja, also mir geht's heute ziemlich gut. Letzte Nacht habe ich eine Aufnahmesitzung verhonkt. Da war ich schlecht drauf und hab so viele böse Sachen gesagt, hab mich so verhalten, wie ich mich nicht zeigen möchte. Hallo? Ach ja, meine Maus hat einen Schaden. Also nicht nur der Typ, der dran sitzt, hat einen Schaden, sondern auch die Maus hat einen Schaden. Die rechte Maustaste funktioniert so recht nicht mehr. Also meine gute Rocker Tyon wird dann wohl bald den Abflug machen, wird in die ewigen Jagdgründe gehen. Soll ich ihr hier ein Gedenkmal bauen für die Rocker Tyon? Sie hat mir wirklich gute Dienste geleistet über mal 3 oder 4 Jahre. Ja, tatsächlich eine Gamer-Maus, die 3 bis 4 Jahre hält bei meinem Einsatz derselben. Da muss man schon sagen, wenn man das Polnische nicht mächtig ist, hui. So, ich grüße mal den Pole Kim. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Einen der neuen jungen Zuschauer hier. Sei mir willkommen, Pole Kim. Wenn du hier eine Lokation haben willst, ach, da kommen wir gleich auch noch zu. Hier werden 2 frei. Denn ab heute heißt es nicht mehr Danielsburg, das ist ab heute die Bergburg. Ich habe die Faxen dicke. St. Ursula nenne ich die dunkle Kathedrale oder das Kathedralendorf. Weiß ich noch nicht. Hat ja noch Zeit, bis wir da wieder hinkommen.
aber auf jeden Fall, no bad feelings, Leute. Also, falls ihr noch existiert, Daniel und Ursula, und nicht Corona zum Opfer gefallen seid, und das hoffe ich hoffe, es geht euch ganz ausgezeichnet. Ich muss etwas trinken, mein Maul pappe ich hier. Ah, für den Schlürfer werde ich mich wieder hassen. Ich bin ja so unverzeihlich. Sag mal, was ist denn los mit dieser Maus? Also die klickt doppelt rechts. Ich habe gehört, das soll was mit den Auslösedingern zu tun haben, die da drin sind. Aber das wird noch ganz ekelhaft werden. Weil spätestens, wenn wir schießen mit dem Bogen, wird das ganz gemein. Wir müssen ja schließlich den Bogen spannen, ne? Und wir wollen nicht, dass der dann gleich sofort loslässt. Ja, da hatte ich gestern schon Spaß mit und habe mich drüber geärgert. Ja, ich muss dann wohl morgen mal zu einem bekannten Elektronik-Discounter gehen und mir eine neue Rockart-Maus zulegen, weil, ja, es ist einfach meine Wahl. Also Rockart-Produkte sind einfach super. Ich habe ja hier auch die Horde Aimo als Tastatur am Start. Und wie immer, ich kriege kein Geld dafür, dass ich das sage, weil wäre schön, wenn ich gesponsert würde. Ich würde es dann auch sofort zugeben und sofort in der Videobeschreibung halt auch eintragen, dass es ein Sponsored Endorsement oder was auch immer ist. Da hätte ich gar kein Problem mit, aber jetzt sage ich das einfach nur, weil die Produkte gut sind, ich damit gute Erfahrungen gemacht habe. Ausschließlich gute Erfahrungen. So, ich glaube mal, wir müssen nicht schlafen gehen, solange wir hier auf dem Steg stehen, weil der ist ziemlich sicher. Stumm. Naja, will ich jetzt die ganze Folge durchangeln? Das kann sein. Kann jetzt natürlich sein, dass jetzt über Nacht hier Zombie-Schweine backen. Nee, das sind Fische. Erschreckt mich nicht, Fische. Guck mal, da hüpfen die. Oh, ist das lecker. Ist das süß. Lecker sind die wahrscheinlich auch. Ich hole gleich einen Eimer und springe da rein. Ja, die wollen mich nur täuschen. Ach, wie schön. Ach, Nachtangeln. Ich hätte beinahe gesagt Nacktangeln. Geht auch. Aber kriege ich hier nur Fische oder was? Aber wenigstens Erfahrungspunkte. Also, nee, Nachtangeln. Wollte ich gerade was sagen. Ich habe früher... Ich muss mir mal wieder eine Angelausrüstung zulegen. Ich habe früher sehr, sehr gerne geangelt. Und Nachtangeln war eine meiner Lieblingssachen. So schön ruhig. Unterm Sternenzelt zu angeln. Vielleicht noch schön Vollmond. Denn da beißen die Fische am liebsten. Denn da steigen sie an die Oberfläche. Ja. Sonst muss man ja mit Leuchtposen und so weiter angeln. Ist das eigentlich immer noch verboten? Ich habe mich nie dran gehalten. Psst. Ja. Nee, also Polekim nochmal gegrüßt, seist du. Hoffe, ich sprich das richtig aus. Es gibt durchaus schlechtere Sachen, das auszusprechen, wie zum Beispiel Polekim. Nein, das habe ich nicht gesagt. Entschuldigung. Nicht böse sein. Ich mache über alles solche beknackten Witze. Und hat das eigentlich was damit zu tun, dass du Deutsch-Pole bist? Ich habe sowas ähnliches irgendwie gelesen. Ich glaube, ich habe dein Insta gesehen. Dein Instagram. Ich habe ja auch Instagram, aber ich nutze es nicht. Genauso wenig, wie ich Twitter nutze. Mein Facebook habe ich immer noch nicht wieder. Ich will demnächst mal zusehen, dass ich mal mein Facebook wiederkriege. Mir hat da jemand eine Idee gegeben, wie das funktionieren könnte. Ich mache mal doch mal lieber hier oben die Tür zu. Weil falls sich oben im Park irgendwas rumtreibt, ja, da scharwenzelt doch schon wieder was. Ich will heute um Schrottes Willen, und Gott habe ich ja nicht, deswegen um des Schrottes Willen, oh Gott, was ist mit meinem... Ja, das ist das Problem. Ich putze mir die Zähne kurz, bevor ich aufnehme. Das sollte ich mir abgewöhnen. Dann wird es immer so trocken im Mund. Hat wohl was mit meiner blöden Zahncreme zu tun. Ah ja, dann trinke ich auch noch Schwarztee. Hä? Alter, hört doch mal auf, Fische. Ihr macht mir Angst. So. Ja, und Polekim, wenn du entweder die Burg da oben auf dem Berg haben willst oder das Dorf, wo wir die Kathedrale bauen, dann sag mir das doch einfach mal. Und sag mir auch gleich einen Namen dafür,
wie ich es nennen soll, weil Pole Kim Burg, ne? Ja, und mal ein schönes Chindobre an dich. Ich weiß, ich spreche das falsch aus. Ja, eine meiner Ex-Freundinnen war Polin, also Deutsch-Polin, und die hat mir immer gesagt, konnte sich tierisch darüber aufregen, wie falsch ich Dzień Dobry und so weiter ausgesprochen habe und Kocham Ciebie und so weiter. So ein paar Brocken Polnisch, wie aus fast jeder Sprache kann ich ja. Aber bitte versuch dich nicht mit mir auf Polnisch zu unterhalten. Da funktioniert das Russisch besser. Aber alte Botten, ey. Alter, ich krieg hier die Motten. Ich angle ein paar alte Botten. Ist ja nicht, nicht wahr. Jetzt hör doch mal auf, hier rumzuschabobern, Fische. Ich glaube, es hat was mit dem Mond zu tun. Haben wir eigentlich einen Vollmond in Minecraft momentan? In Minecraft? Ach ja, heute im Startbildschirm hatte ich die Seltenheit, dass der Minecraft-Schriftzug als Minzeraft angezeigt wurde. Tatsächlich. Und als Spruch hatte ich, warte. Ich krieg's gleich wieder zusammen. Ja, also die lateinische Version von ich denke, also bin ich. Mein Kopf ist heute irgendwie nicht so ganz. Ich hoffe, ich krieg das hier heute alles wunderbar auf die Reihe, weil ich habe bis heute Morgen 5 Uhr aufgenommen und dann die Aufnahme weggeworfen, ne? Nee, eigentlich 6.30 Uhr, ja, stimmt. Ja, wie gesagt, heute habe ich ein bisschen früher angefangen, so um 21 Uhr rum, weil das heißt, wenn ich jetzt 5 Stunden aufnehme, dann bin ich um 2 Uhr fertig und kann dann endlich mal irgendwie seit Wochen das erste Mal vielleicht halbwegs zu einer Zeit schlafen gehen, wo Menschen schlafen gehen. Das ist langsam seelisch ungesund, halt nachts zu worken und am Tag am Tag zu schlafen. Zurzeit zumal einem dann auch noch das letzte Vitamin D in diesem Jahr flöten geht, weil man halt den Tag nicht miterlebt. Alter, was ist denn heute los? Nur Fische und 3 Pufferfische davon. So macht das Angeln keinen Spaß. Ja, was mache ich denn dann jetzt gleich als nächstes? Ich würde sagen, wir bauen mal drüben am Arkan-Institut und dafür müssen wir erstmal genügend Diarrhoe besorgen, also Diorit. Und diese dann in polnische Diarrhoe umwandeln und dann die Diarrhoe an die Wand nageln. Ist eine Kunst, die nicht jeder kann. Okay. Alter, ich habe langsam keine Lust mehr zu angeln. Also gut, wir haben jetzt gleich wieder ein Erfahrungslevel durchs Angeln, ne? Aber wir werden nächstens auch, wenn wir in die Bergburg kommen. Ja, Polikin, sag mir mal, ob du die haben willst und wie du sie genannt haben willst. Ich glaube, du willst lieber die Burg, ne? Wenn wir in die Burg kommen, dann werden wir etwas bauen, das uns die Möglichkeit gibt, noch etwas schneller an Erfahrungslevel zu kommen. Aber meine Güte, das wird eine Ochsentour. Kann's ja ruhig sagen. Wir werden den Skelett-Spawner in einen Skelett, Skelett-XP-Farm umwandeln. Ja, und diesmal wird sie funktionieren. Nicht so wie in der alten Welt, der olle Zombie-Spawner. Nee, das war auch ein Skelett-Spawner. Oben an Raspberry ist Dschungel. Entschuldigung. Die ja nie funktioniert hat. Weil ich mich da an die Bauweise vom guten Gronkh gehalten habe. Alter, jetzt auch noch eine blöde Schale. Ich fass es nicht. Ganz zum Schluss, ich hoffe, wir kriegen bis dahin die XP rauf, sodass wir verzaubern können. Und dann wieder ganz frisch sind. Ganz zum Schluss der Aufnahmesitzung möchte ich drüben im Nether bauen. Und ein wenig erkunden, denn habe vor, eine Nether-Festung zu finden. Ich möchte endlich das gute alte Feeling wie in England haben, ja, ob es ein gutes Feeling ist, mich mit Wither-Skeletten zu zoffen, Lohn zu jagen und so weiter und so fort und die Nether-Festung vor allen Dingen zu erobern. Ihr könnt ja drüben im alten, inzwischen stillgelegten, englischsprachigen Minecraft-Let's Play schauen. Ich rede keinen Mist, ich habe die Nether-Festung komplett erobert.
Also ich glaube nicht, dass da noch irgendein Winkel war, der von mir nicht erobert war, wo ich Fackeln reingehauen hatte und so weiter und so fort. Ja, und genau sowas will ich natürlich hier auch haben. So, jetzt wird es langsam Tag. Und ich habe immer noch nichts Wertvolles gefangen, außer Erfahrungspunkte. Die natürlich auch dezimiert werden, dadurch, dass das hier eine Mending-Angel ist. Na toll. Ja, ich hätte jetzt gerne, dass wir eine Angel fangen. Jetzt hier beim Angeln. Die vielleicht Luck of the Sea oder irgendein Quatsch drauf hat. Die Sonne geht auf. Wie wunderschön. Wir haben fast eine Folge geangelt. musste auch mitleben. Jetzt demnächst werden noch andere Sachen passieren. Ach, ich kann es ja erzählen. Jetzt, wo ich hier stehe, damit es nicht langweilig wird, kann ich euch ja noch erzählen, was ich sonst noch so vorhabe. Es gibt hier diverse Schiffswracks, die wir teilweise entdeckt haben. Natürlich, die wir entdeckt haben. Und ich will mir die mal genauer angucken und einfach nur die Schätze rausbergen. Einfach. Da kommt was. Ah, Fisch. Erinnert mich daran, dass ich den Fisch nicht brate. Ich will noch Katzen holen. Ja, was machen wir heute noch? Ich möchte hier unter Honky Island, unterm Haus, den Schacht weiter drillen. Vom Keller. Und zwar bis zum Grundgestein runter. Ich habe ja schon gesagt, unter den Keller kommt eine weitere Etage, wo ein Netherportal hinkommt. Vielleicht bauen wir das heute auch. Kann sein. Dafür müssen wir längst den Keller ausschachten. Und ihr wisst, ne? Dieser Weg wird kein leichter sein. Und ich mache keine Timelapse. Hier wird nicht geschnitten, verflixt nochmal. Wie oft muss ich das noch sagen? Und so, da kommt das nächste. Ah, Fisch. Und den Schacht ganz runterdrillen will ich deswegen, um zu sehen, erstens mal, was da unten so ist. Und zweitens mal, merket auf. Der Honk. Ja, der Honk. Der steigt ins Strip-Mining-Geschäft ein. Jetzt fällt's vom Glauben ab, ne? Und der Typ, der nach 500 Folgen plus, es sind jetzt 200 plus Folgen, 250 plus Folgen seit der neuen Welt, seit dem neuen Weltanfang, läuft er immer noch ohne ein einziges Stück Diamantrüstung rum. Ja, deswegen. Ich möchte mal wieder dieses Gefühl kalter Kristalle auf der Haut haben. Apropos kalt und Haut. Ich kann nicht mehr im T-Shirt hier sitzen, denn der Herbst hat endgültig Einzug in Hamburg Town gehalten. Mann. Ich hätte vielleicht heute schon losgehen sollen und die Maus kaufen sollen. Heute war ja schon Montag. Aber ich war von letzter Nacht so fertig. Und die Aufnahme habe ich komplett verkackt. Also ich habe noch tausendmal drüber nachgedacht, ob ich sie tatsächlich nehme, aber ist auch nicht viel passiert. Bis auf, dass ich zweimal abgekackt bin. Das hättet ihr gerne gesehen, ne? Ich kann euch sogar sagen, wobei. Das erste Mal bin ich im Nether in einen tiefen Schacht gefallen. Gleich am Anfang. Auf der Flucht vor einem Ghast. Und das nächste Mal kam ich aus dem Netherportal von Raspoales Insel raus. Schaute einem Ghast direkt ins fiese Antlitz und erschoss das Netherportal aus und erwischte dabei einen Zombie-Pigman. Und er hat das mir wohl übel genommen, dass er vom Ghast beschossen wurde und hat mich gekillt. Ja, super. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen was versucht und was gemacht. Ja, drüben am Arkan-Institut gebaut und oben auf der auf dem Burgberg, auf der Bergburg, habe ich den Raum für den Skelett-Grinder Grinder ausgehoben. Was habe ich noch gemacht? Ja, den Weg gebaut von vom Arkan-Institut hier runter nach Honky Island. Also, ich war schlecht gelaunt. Es wurde langweilig. Es waren zwei absolut dämliche Tode. Auch noch absolut ungerechtfertigt. Ja, aber der Hauptgrund, weshalb ihr diese Aufnahme nicht seht, ist ganz einfach, dass ich eine Scheißlaune hatte.
hatte was damit zu tun, ich kann es ja ruhig sagen, es bestand eine gewisse Hoffnung, dass es zu einer Wiedervereinigung zwischen meiner Ex-Liebsten und mir kommen würde. Und sagen wir mal so, sie hat's verkackt. So. Und deswegen bin ich in den letzten Tagen einigermaßen, das mag sich vielleicht noch heute auswirken, aggressiv, verärgert. Ja. Weniger traurig, aber mehr aggro. Mann, ey, was guckt euch das an? Fische, 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 Fische. Ja, wofür angelt man sonst, ne? Und ein paar Lederquanten und eine Schale. Ja, ja, und noch ein Fisch. Ich hatte mal so viel Glück beim Angeln. Vielleicht sollte ich mir einfach eine andere Angelstelle suchen. Vielleicht ist das ja hier eine Fischecke.